Also ich habe jetzt die Hanna vom Frauengesundheitszentrum und den Wenzel vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark bei mir. Und wir werden uns heute ein bisschen überhalten und unterhalten über Sexualität und Social Distancing. Gleich am Anfang, was vielleicht ganz viel Leute brennend interessiert, wie schaut es zurzeit aus? Darf man eigentlich Sex haben? Ist eine gute Frage, aber natürlich, wenn man zusammen wohnt, spricht natürlich gar nichts dagegen, Sex zu haben. Vielleicht fragen sich manche Leute, ob man sich über das Geschlechtsverkehr mit Corona infizieren kann. Und nachdem man ja auch nicht näher als 2 Meter zu anderen Leuten hingehen soll, weil Körperkontakt einfach generell als Übertragungsrisiko gilt, ist das natürlich auch beim Sex der Fall. Also ja, beim Sex kann man sich mit Corona infizieren, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, wenn man mit seinem Partner oder seiner Partnerin zu Hause wohnt, kann man natürlich mit denen Sex haben. Genau. Und Solo-Sex, also Selbstbefriedigung, ist natürlich sowieso immer erlaubt und jetzt auch natürlich eine gute Möglichkeit, sich selbst zu genießen und den eigenen Körper. Genau. Betrüge ich eigentlich meinen Partner oder meine Partnerin, wenn ich mich selbst befriedige? Also ich finde auf keinen Fall. Weil, also es ist ja mein Körper und das ist einfach eine Zeit, die ich auch meinem Körper schenke und mit mir verbringe. Und ich fände das jetzt eigentlich schon fast ein bisschen grenzüberschreitend, wenn mir das zum Beispiel ein Partner verbieten wird und sagen, okay, du darfst jetzt mit deinem Körper oder deinen Körper nicht mehr genießen oder deinen Körper nicht mehr angreifen, weil das nur ich darf. Ich finde, Solo-Sex ist einfach ganz was anderes und ich möchte beides nicht missen. Also Sex mit einer Partnerin oder einem Partner nicht und aber auch Selbstbefriedigung nicht, weil das ist einfach eine Zeit oder ein Genussmoment, den ich mir selber schenke. Und das fühlt sich auch irgendwie total anders an und kann auch in einer Partnerschaft voll schön sein. Aber man kann natürlich, also wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, mein Partner oder meine Partnerin findet das nicht so super oder hat irgendwie ein Problem damit. Einfach mal drüber reden. Hey, was liegt da dahinter? Also warum könnte das ein Problem sein? Können wir uns vielleicht zumindest austauschen irgendwie über sexuelle Fantasien und vielleicht uns gegenseitig auch beruhigen damit ein bisschen, dass da jetzt nicht irgendein Betrug passiert, sondern dass das einfach ein bisschen wie Zeit für mich auch ist. Okay, danke. Und genau vom Hygienischen her, also was man jetzt vielleicht beachten muss, ist das Gleiche wie sonst auch immer. Es ist alles erlaubt, was mir gut tut, was mir Spaß macht, was ich gern machen würde. Ein bisschen Hausverstand gehört auch immer dazu. Also ich würde mir natürlich jetzt nichts Spitzes zum Beispiel einführen, aber das gilt immer für Selbstbefriedigung. Oder meinen Penis irgendwo reinstecken, wo es vielleicht nicht so gescheit ist. Genau. Und natürlich ist es super, wenn man sich danach die Hände wäscht, aber das gilt sowieso. Also so grundsätzliche Hygieneregeln sind immer ganz höflich gegenüber anderen Leuten auch, wenn man sich selbst befriedigt. Wenn du jetzt über die Selbstbefriedigung sprichst, es ist ja so, dass im Internet der Kauf von Sextoys gerade boomt. Gibt es da irgendwas zu beachten, wenn man sich da was bestellt und kauft? Ich meine, es haben sich ja schon mehrere gefragt, ob man sich jetzt zum Beispiel über Internetbestellungen aus anderen Ländern irgendwie infizieren kann mit Corona. Und darüber gibt es zumindest bis jetzt es gibt noch keine Fälle, die so entstanden sind. Und es hält sich ja auch der Virus, also man weiß noch nicht genau, wie lange sich der überhaupt auf Oberflächen hält, zumindest so lange, dass eben diese Ansteckungsgefahr noch besteht. Also ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen. Was man vielleicht beim Kauf von Sextoys sonst noch beachten sollte, ist, also bei Sextoys, die man sich eben einführt, sollte man halt immer schauen, dass es qualitätsvolle Sextoys sind. Und deswegen würde ich empfehlen, dass man sich vor dem Kauf einfach gut informiert, sich vielleicht verschiedene Hersteller anschaut, Hersteller-Webseiten, damit man ein bisschen ein Gefühl bekommt, was sind da vielleicht die qualitativ hochwertigeren Sextoys und welche sind eher so vielleicht Ramsch, weil oft sind Sextoys ja aus Kunststoff hergestellt und eben billige Sextoys verwenden manchmal Kunststoffe, die
Weichmacher oder andere Plastikteile enthalten, die für den Körper nicht so gut sind. Und da einfach ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was da wirklich qualitätsvoll ist und was nicht. Und vielleicht auch lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein Sextoy, das dafür wirklich auch gut ist. Man kann da auch ein bisschen auf diese CE-Nummer schauen. Das ist ein internationales Prüfzeichen. Wenn das dabei ist, dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Genau. Und natürlich auch, wenn man dann ein Sextoy zu Hause hat, auch dort einfach auf die Reinigung und auf die Hygiene schauen, dass man es regelmäßig desinfiziert und eben säubert. Okay, danke. Und wie schaut es jetzt mit Pornos aus? Ist das okay, wenn ich die schaue? Oder wie läuft das ab? Oder was würdet ihr da so? Also rechtlich gesehen ist es ja so, dass man in Österreich Pornos erst ab 18 Jahren schauen darf. Aber in der Realität ist es natürlich so, dass viele Jugendliche schon bevor sie 18 sind, Pornos konsumieren. Wichtig ist es dabei zu wissen und sich bewusst zu machen, dass Pornos einfach von professionellen Darstellern und Darstellerinnen gedreht werden, die da oft auch mit ein bisschen Tricks arbeiten oder mit speziellen Einstellungen oder mit Schnitten. Und das, was in Pornos so ganz einfach ausschaut, ist dann vielleicht im echten Sexleben nicht ganz so einfach oder vielleicht auch gar nicht so angenehm, wie es in Pornos ausschaut. Also die spielen ja auch ganz viel. Also wenn da ganz viel gestöhnt wird, dann muss das vielleicht den Personen gar nicht in echt gefallen, weil das sind einfach Schauspieler und Schauspielerinnen. Dass man jetzt nicht den Eindruck bekommt, okay, ich schaue einen Porno und das, was die da machen, schaut ein bisschen komisch aus, aber anscheinend gefällt es ihnen. Ich für mich habe da irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich dran denke. Merkt euch, alles, was ihr in Pornos seht, müsst ihr nicht in eure eigene Sexualität inkludieren, sondern schaut einfach selber, was euch Spaß macht. Und genau, Pornos können zur Selbstbefriedigung lustvoll sein, können Spaß machen, müssen aber auch nicht. Genau. Ja. Und dasselbe gilt natürlich wieder für das Thema mit dem Betrügen von der Partnerin. Also betrüge ich sie, wenn ich Pornos schaue. Ich würde sagen, einfach immer mal gemeinsam drüber reden. Wie sehen wir das? Was ist für mich okay, was nicht? Auch drüber reden, warum schaue ich vielleicht gern Pornos? Also was gibt mir das? Und dann kann man das, glaube ich, gut hinkriegen, wenn man da einfach offen drüber redet. In der Partnerschaft. Über Pornos gibt es ja auch immer wieder so Mythen oder da entstehen ganz viele Mythen oder komische Vorstellungen, also dass Männer ganz große Penisse haben und eben Frauen alles gefällt, was da mit ihnen gemacht wird oft, vor allem in Mainstream-Pornografie. Unser Verein hat da mal vor ein paar Jahren ein Projekt gemacht, das hat sich Pornografie und Medienkompetenz genannt. Wir können den Link wahrscheinlich dann danach und das Video dazu stellen, da könnt ihr euch auch einfach noch ein paar Informationen holen. Genau. Da kann man auch ein Quiz machen, soweit ich weiß, gell? Genau. Über Mythen. Vielleicht, wenn ihr jetzt viel Zeit habt zu Hause, schaut mal, wie viel ihr wisst. Das ist eine gute Idee. Ebenso wie du jetzt gerade sagst, Hanna, ist man gerade sehr viel daheim und hat eben sehr viel Zeit. Und wenn ich eine Beziehung habe mit meinem Partner, wie kann ich schauen, dass ich dem Laufen halte? Oder welche Schwierigkeiten oder welche positiven Seiten können sie dadurch ergeben? Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob man jetzt mit der Partnerin oder dem Partner zusammen wohnt oder ob man getrennt wohnt und sich vielleicht gar nicht sehen kann. Ich glaube, wenn man getrennt wohnt gerade, dann ist es vielleicht fast ein bisschen so wie eine Fernbeziehung. So könnte man das jetzt sehen. Und das schaffen viele Leute, dass sie eine Fernbeziehung auch gut führen, indem sie einfach regelmäßig wirklich miteinander kommunizieren und auch sich ausmachen, okay, wann und wie viel kommunizieren wir, wie viel ist für uns okay, über welches Medium ist es am besten, zum Beispiel eben über Zoom oder über Skype, sodass man sich auch sehen kann. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zwischendurch kann man sich Nachrichten oder Fotos oder auch Videobotschaften schicken oder Sprachnachrichten. Man kann sich so irgendwie ein bisschen am Leben teilhaben lassen. Viele Leute machen ja jetzt auch schon Online-Dates auf Zoom zum Beispiel, dass man sich zur gleichen Zeit was Gutes kocht oder bestellt und dann gemeinsam ein Candlelight-Dinner online veranstaltet. Oder auch mal über dann auch Sexualität spricht vielleicht mehr und sich davon anregen lässt. Das kann vielleicht auch ziemlich lustvoll sein, mal diese Distanz zu haben und sich dann wieder so richtig aufeinander zu freuen.
was kann man noch machen? Man kann auch gemeinsam die diversen Angebote, die es jetzt online gibt, nutzen, zum Beispiel von Tanzkursen oder Yoga oder was auch immer man gerne macht. Dann gibt es jetzt schon ganz viel, wo man auch gemeinsam mit anderen Leuten was machen kann, auch als Paar, und das so nutzen und so irgendwie auch eine gemeinsame Aktivität haben. Und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen weggehen will, also ich habe selbst die Erfahrung gemacht in einer Fernbeziehung, dass es auch manchmal ganz cool sein kann, ein bisschen wegzugehen, so von den Medien, weil man da eben diese ständige Kommunikation auch hat und das auch voll anstrengend sein kann, in dieser Zeit das Gefühl zu haben, man muss dann ständig online sein, weil man sonst nicht in Kontakt kommen kann. Und wir haben dann zum Beispiel mal eine Zeit lang gesagt, wir machen das jetzt wirklich ganz altmodisch. Wir versuchen mal, uns so Liebesbriefe zu schreiben. Und es war total schön, weil man das ja sonst eigentlich gar nicht mehr macht. Und dann aber in so einen Brief sich wirklich lang damit beschäftigt, was schreibt man da jetzt rein und was kann man jetzt erzählen, was man wirklich so schön aufschreiben kann. Und das hatte dann ganz eine andere Qualität als jetzt immer ganz kurze WhatsApp-Nachrichten, wo man oft ja gar nicht so wirklich interessante Dinge dann schreibt oder lange Geschichten. Und das ist auch totales schönes Souvenir irgendwie, was man dann aufheben kann von dieser Zeit und halt auch für später hat. Genau. Ich finde ja, wenn man zusammen wohnt, kann das ja auch eine Herausforderung sein, jetzt während man nicht so viel hinaus kann und man vielleicht mit seinem Partner oder seiner Partnerin ganz viel Zeit zu Hause verbringt. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man irgendwie eine gute Balance findet zwischen einerseits qualitätsvolle Zeit in der Beziehung zusammen zu verbringen und andererseits aber auch Zeit alleine für sich zu haben. Und da ist natürlich Kommunikation ganz wichtig, einfach, dass man sich mitteilt und sagt, hey, heute habe ich mal einen Tag, wo ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich brauche und dann gehe ich vielleicht alleine spazieren oder schaue, wenn es die Möglichkeit gibt in der Wohnung, dass ich mal vielleicht ein paar Stunden in ein anderes Zimmer gehe und dort vielleicht Musik höre oder eine Serie schaue oder Buch lese alleine. Und auf der anderen Seite, dass man aber vielleicht bewusst als Paar wieder zusammen Sachen macht, weil auf der anderen Seite, wenn man es positiv sieht, hat man jetzt endlich wieder ganz viel Zeit für Beziehungssachen, die vielleicht sonst im Alltag ein bisschen zu kurz kommen. Dass man sich vielleicht wirklich zusammen einen schönen Abend macht, zusammen ein bisschen aufwendigeres Gericht kocht und vielleicht eben auch ein paar Kerzen anzündet, sich dann einen Film aussucht, den man schon ganz lange mal anschauen wollte, den dann schaut, dann vielleicht ein bisschen mehr kuschelt, zudem wieder mehr Zeit hat. Genau, und aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach offen drüber redet, weil es ist ganz normal, dass man eben, wenn man ganz viel zu Hause sein muss und wenig rauskommt und auch mit anderen Personen zusammen zu tun haben kann, dass es einem dann oft manchmal auch ein bisschen zu viel wird. Und das heißt ja nicht, dass man seinen Partner oder seine Partnerin weniger mag oder weniger liebt, sondern das ist einfach ganz okay und ganz normal, dass man auch mal Zeit für sich braucht. Das ist auch in einer Beziehung nichts anderes. Danke. Hanna, du hast ganz vorher gesagt, wenn man nicht zusammen wohnt, dann kann man sich auch Videos schicken. Was muss ich eigentlich beachten, wenn ich meinem Partner oder meiner Partnerin Nacktvideos oder Nacktfotos schicken möchte? Ja, das ist ein gar nicht so leichtes Thema. Man ist vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit ein bisschen mehr versucht, das auch zu machen. Und grundsätzlich ist es ja jetzt, wenn man in einer Beziehung ist und beide möchten das, und das hat man vorher abgeklärt auch, das ist ganz wichtig, dass das okay ist, wenn man jemanden ein Nacktvideo schickt, dass die Person das auch ja dazu gesagt hat. Dann, wenn beide in einer Beziehung sind und eben ja, da ein Konsens da ist, dann ist das vom Gesetz her auch erlaubt, unter 18. Aber die Person darf das auf keinen Fall weitergeben. Also an andere Leute einfach. Sobald man ein Nacktvideo an jemanden anderen weitergibt oder es auch nur herzeigt, also es muss nicht mal weiter geschickt werden, und man ist unter 18, dann fällt das unter Kinderpornografie und das ist ziemlich ernsthaft. Und so allgemein muss man sich natürlich überlegen, auch in diesen Zeiten, ob das wirklich so gescheit ist, wenn man eben ein Nacktvideo verschickt, kann ich der Person, der ich das schicke, wirklich vertrauen, dass die das nie weiterleitet, auch nicht, wenn die Beziehung mal aus ist oder wenn man sich streitet. Ja, also solche Dinge einfach zu beachten. Wie siehst du das, Wenzel?
Ich stimme dir da voll zu. Ganz wichtig ist es auch, zu wissen, dass man eben 14 Jahre sein muss. Also man muss mindestens 14 Jahre alt sein, um ein Nacktfoto zu schicken oder ein Nacktvideo. Und es zählt das Alter, wie alt man auf der Aufnahme ist, also auf dem Foto oder dem Video. Also nicht das Alter zum Zeitpunkt, wo man es losschickt, sondern das Alter, wie alt man eben auf dem Foto oder dem Video ist. Was man natürlich auch beachten muss, ist, wenn man jetzt das Foto oder das Video über WhatsApp schickt, WhatsApp funktioniert ja auch übers Internet, und wenn einmal Sachen im Internet sind, bin ich da immer sehr vorsichtig, weil es nie so ganz leicht ist, Sachen, die einmal im Internet sind, dann wieder davon wegzubekommen. Und was man da vielleicht als Vorsichtsmaßnahme auch noch machen kann, ist, dass man eine Aufnahme von sich macht, wo man nicht das Gesicht herzeigt. Weil selbst wenn das Video oder das Foto dann online sein sollte, hat man immer noch, ist es vielleicht für einen immer noch angenehmer, wenn man nicht sieht, welche Person, also oder welches Gesicht dort drauf zu erkennen ist. Okay, genau. Danke. Und wenn was ihr so Videos macht, bitte. Was ich mir noch eingefallen ist, Rad auf Draht hat auch ein ganz super Video. Das könnt ihr auf der Homepage von Rad auf Draht und auch auf YouTube finden, die das echt ganz ausführlich noch einmal erklären zum Thema Sexting, sowohl den rechtlichen Part als auch was man vielleicht sonst noch so beachten sollte. Also das könnt ihr auch gerne euch mal anschauen. Genau. So, es ist immer toll. Jetzt hat man eh Zeit. Und was da auch immer zum Beispiel drinnen gesagt wird, ist, dass man schauen soll, dass man im Video auch zum Beispiel nicht erkennt, wo man wohnt. Also, dass man schon auch beachten sollte, wenn man ein Video macht, was ist da im Hintergrund? Oder sind da Personen im Hintergrund, die vielleicht da nicht drauf sein wollen? Solche Dinge. Gute Hinweise. Wir haben jetzt immer eigentlich über Personen geredet, die in einer Beziehung sind. Was ist, wenn ich jetzt als junge Frau, als junger Mann allein bin, also keine Freundin, keinen Freund habe, und ich fühle mich irgendwie einsam und irgendwie allein. Was kann ich machen? Was hilft dagegen? Welche Tipps habt ihr da für Personen, die alleinstehend sind? Also gerade jetzt gibt es ja super viele Angebote online eigentlich, die es halt sonst in echt gibt. Was halt auch ganz toll dran ist, weil da wirklich natürlich dadurch, dass es online ist, überhaupt keine geografischen Grenzen gelten und man da echt Leute von der ganzen Welt auch kennenlernen kann und mit denen was gemeinsam machen. Und da würde ich einfach empfehlen, dass ihr, je nachdem, was euer Hobby ist, einfach mal sucht, was gibt es da jetzt momentan gerade für Online-Angebote, zum Beispiel im Tanzbereich, im Yoga-Bereich. Viele Jugendzentren haben jetzt auch schon digitale Öffnungszeiten. Das heißt, man kann wirklich da sozusagen ins Jugendzentrum gehen und mit Leuten was machen. Oder zum Beispiel Ludovico hat auch ein Spieleangebot. Also es gibt ganz viele Organisationen, die sich da jetzt schon was überlegt haben. Auch so kulturelle Veranstaltungen werden teilweise wirklich über Zoom gemacht. Diese ganzen Sachen kann man zum Beispiel mal ausprobieren. Es ist auch jetzt die Gelegenheit, mal was ganz, ganz Neues auszuprobieren, wo ich mich vielleicht sonst nicht so hintrauen würde, weil es einfach, ich bin ja eh zu Hause in meinem Wohnzimmer vielleicht oder in meinem Kinderzimmer und probiere einfach vielleicht eine neue Sportart oder ein Online-Spiel. Da gibt es auch ganz vieles, wo ich auch nebenher kommunizieren kann. Und ich denke mir, es ist schon auch ganz wichtig, dass ich versuche, mit meinen Freundinnen und Freunden irgendwie in Kontakt zu bleiben. Von der Schule vielleicht auch oder von der Lehrer, je nachdem. Und mit denen auch regelmäßig mich vielleicht auch gemeinsam treffe auf solchen Plattformen. Und wenn ich mich wirklich einsam fühle, das kann ja in solchen Situationen leicht mal sein, dass man auch ein bisschen in ein Loch fällt, weil es ist eine schwierige und eine neue Situation, haben wir vielleicht alle noch nicht so erlebt. Und dass man da auch wirklich drüber reden kann und sagen, hey, mir geht's gerade nicht so gut. Kannst du jetzt mal mit mir telefonieren oder können wir das und das zusammen ausprobieren? Dass man da auch wirklich ehrlich ist mit den eigenen Gefühlen. Weil ich glaube, wenn man das so sagt und auch den eigenen Freundinnen und Freunden oder auch Familienmitgliedern sagt, dann kriegt man da auch ganz viel, viel Hilfe eigentlich. Genau. Und wenn es jetzt wirklich gar nicht mehr geht oder man das Gefühl hat, ich fühle mich so allein und ich habe da jetzt niemanden, dem ich das so sagen kann oder der ich das so sagen kann, dann gibt es natürlich auch nach wie vor ganz viele Beratungsangebote. Mhm. Welche wären das, wenn wir da schon sind?
Also mir fällt auf die Schnelle zum Beispiel Rad auf Draht an, 147. Mhm. Wir vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen starten am 15. April außerdem mit einer Burschenberatung. Die findet immer montags von 19 bis 20.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr statt. Werden wir auch dann unter dem Video noch verlinken. Genau, und die Hanna kennt sicher auch noch ein paar Beratungsstellen, wo du dich hinwenden kannst. Genau, also die meisten Beratungsstellen, glaube ich, gerade versuchen, ein Online-Angebot herzustellen. Es geht vielleicht immer, nicht immer von heute auf morgen. Wir versuchen das auch gerade im Frauengesundheitszentrum und zum Beispiel aber unsere Psychotherapeutinnen, also für Mädchen oder Frauen oder junge Frauen, denen es jetzt gerade wirklich sehr schlecht geht oder so, die können zum Beispiel auch jetzt eine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Und das geht dann eben über Online oder über Telefon und das zahlt sogar eben die Krankenkasse jetzt gerade so. Beziehungsweise bei uns ist die Besonderheit noch ein bisschen, dass das für Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 18 sowieso kostenlos ist. Okay. Also wenn man da das Gefühl hat, okay, man braucht jetzt Unterstützung von außen, man will da mit einer anderen Frau reden, dann kann man das zum Beispiel jetzt auch nutzen. Okay, danke. Weil wir gerade bei den Hotlines sind und eben bei Personen, die unterstützen können, wenn es mir nicht so gut geht. Wie, wenn wir beim Thema Sex sind und mein Partner hat zum Beispiel häufiger Sex als ich oder eben umgekehrt, was kann ich da machen? Wie kann ich mich davor schützen oder wie kann ich sagen, nein, das passt mir eigentlich so nicht? Also es kommt immer wieder in Beziehungen vor, dass einer von den, entweder der Partner oder die Partnerin oder ich selber vielleicht mehr Sex haben will. Wichtig ist zu wissen, dass Beziehung nicht automatisch einen Anspruch auf Sex bedeutet. Also Sex erfordert immer Konsens. Nur wenn man jetzt in einer Beziehung ist, heißt es nicht automatisch, dass man jetzt Anspruch auf regelmäßigen Sex hat. Das muss einem ganz klar sein. Und damit man auch Lust auf Sex bekommt, ist es natürlich immer leichter, wenn man irgendwo entspannt ist und nicht unter Druck gesetzt wird. Und deswegen kann es gerade dazu führen, wenn man den Partner oder die Partnerin unter Druck setzt und versucht zu überreden, ob man nicht mehr Sex haben will, dass das dann erst dazu führt, dass sich die Person unter Druck gesetzt fühlt und deswegen eher weniger Lust auf Sex bekommt. Wichtig ist es in der Sache auch, denke ich, klar darüber zu reden und vielleicht auch herauszufinden, was genau ist es jetzt, was die Person gerne mehr hätte. Geht es da um Befriedigung, um Orgasmus oder geht es vielleicht einfach um Zärtlichkeit, um Nähe, vielleicht auch um Schmusen? Weil Sex ist einfach auch viel mehr als nur Geschlechtsverkehr, sondern da können einfach diese ganzen Aspekte dazu. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass der Partner oder die Partnerin einfach gerne mehr kuscheln möchte oder mehr schmusen möchte. Und da liegt es vielleicht gar nicht wirklich an Geschlechtsverkehr. Und Selbstbefriedigung ist ja natürlich auch eine Möglichkeit, wenn es einfach um Orgasmus oder genau um Befriedigung geht. Okay, danke. Wenn ich jetzt von jemandem mitkriege, der sexuell übergriffig worden ist, eine Nachbarin, eine Freundin, irgendein Bekannter, was kann ich denen für Tipps geben oder wo können sie sich hinwenden? Was kann ich ihnen sagen? Also ich meine, die ganzen Hotlines, die es eben sonst auch gibt, zum Beispiel die Frauenhelpline oder eben die Hotline von den Gewaltschutzzentren, die es in jedem Bundesland gibt, die sind natürlich auch jetzt besetzt und da kann ich jederzeit anrufen. Oder wenn es jetzt wirklich eine akute Situation ist und ich bekomme das mit und ich mache mir Sorgen, kann ich natürlich auch immer bei der Polizei anrufen und die Polizei holen und die schaut dann, okay, wie schaut es in der Situation aus, was passiert da gerade. Das ist mir auch schon mal passiert, wo dann nichts war, aber ich denke mir, es ist besser, wenn man sich Sorgen macht um NachbarInnen, dass man besser einmal zu viel auch die Polizei holt und verständigt und wenn man sich auch selbst nicht nachschauen, trauen geht, zum Beispiel, wenn man sich auch selbst schützen will oder nicht in die Situation begeben. Und ich meine natürlich, wenn es um einen selbst geht, also wenn man selbst das Gefühl hat oder selbst von Übergriffen betroffen ist, in egal welcher Form, ist natürlich auch in dieser Quarantänezeit erlaubt, die Situation zu verlassen. Ja? Also ich darf natürlich rausgehen, ich soll sogar rausgehen, wenn es jetzt wirklich eine akute Situation ist und im Notfall
kann ich sicher immer irgendwo trotzdem Unterschlupf finden. Also wenn es jetzt wirklich ein Notfall ist, dann darf man, finde ich, auch bei einer Freundin klingeln, dann darf man auch bei einem anderen Familienmitglied klingeln. Also das würde ich sagen, ist dann schon gerechtfertigt, wenn es wirklich eine Notsituation ist und ich mir Hilfe holen will. Genau. Also und wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass es einem Freund oder einer Freundin nicht gut geht und dass vielleicht da irgendwie die Person betroffen von einem Übergriff ist oder sowas, denke ich mir, dass man das auf jeden Fall ansprechen kann und fragen kann, hey du, das Gefühl, dir geht es gerade nicht so gut, ist irgendwas los oder sowas. Und dass man einfach für die Person da ist und ihr vermittelt, dass man Verständnis für sie hat und sie unterstützen möchte. Und sie natürlich auch auf Beratungsstellen verweisen kann und dir zeigen kann, hey, ich kann dich dabei unterstützen, wenn du dir vielleicht Hilfe holen möchtest. Wichtig ist da vielleicht einfach im Kopf zu haben, dass immer die betroffene Person entscheidet, was ihr am besten tut, was sie für Schritte setzen möchte. Vielleicht auch, wenn das komisch für einen selber wirkt, wenn man vielleicht andere Schritte besser finden würde, aber in dem Fall entscheidet das dann einfach immer die betroffene Person. Was man machen kann, ist für sie da sein und sie unterstützen, dem, was sie machen möchte. Und auch wenn es mir selber nicht so gut geht mit dem, wie eine betroffene Person reagiert, dann darf ich mir auch Unterstützung holen für den Umgang mit der Situation. Also dafür sind zum Beispiel, kann ich auch im Gewaltschutzzentrum anrufen, um mir überhaupt Hilfe zu holen zum Thema, wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser ganz konkreten Situation. Also da sitzen einfach Leute, die sich da ganz, ganz gut auskennen damit und wenn ich ihnen dann die konkrete Situation schilder, mir dann auch Schritte zum Beispiel ansagen können, die ich noch probieren kann oder so. Weil vielleicht weiß man auch gar nicht, manchmal ist man in so einer Schockstarre und weiß selber gar nicht, was man zu tun soll. Und ich glaube, was allgemein auch noch voll wichtig ist in dieser Situation, wo wir vielleicht so mit unserer Familie aufeinanderpicken und vielleicht alles ein bisschen eng zu Hause ist, also da muss es ja gar nicht um irgendwie sexuelle Übergriffe gehen, sondern einfach dass man in der Familie gut drauf schaut, dass man, also noch besser als sonst eigentlich drauf schaut, dass man gegenseitig Grenzen einfach wahrt und auch ganz klar kommuniziert. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel Zeit für mich brauche oder einmal einfach rausgehen oder einen Raum für mich haben will, dass man das vielleicht klar sagt und die anderen sich auch drauf halten und man vielleicht selber auch gut drauf schaut, auch zum Beispiel bei Geschwistern oder so, hey, was sind deren Bedürfnisse gerade, weil wir können gerade alle nicht aus, also es geht uns ja allen gleich und da kann auch vielleicht schnell mal irgendwie eine Grenzüberschreitung passieren, die man eigentlich so nicht wollte und die gerade in der Situation halt schwierig ist, deswegen glaube ich, ist das ganz wichtig, dass man da redet und das auch immer gleich sagt. Aber trotzdem wichtig, wenn was passiert und man hat nicht geschafft zu sagen, okay, das hat jetzt meine Grenze verletzt, dann ist man trotzdem nicht selber schuld. Ja? Also das ist sowieso nie so. Ja gut, danke euch für die vielen Tipps und für die vielen Hinweise, wie der Wendel vorher schon gesagt hat, füreinander da sein, ist einfach gerade jetzt sehr wichtig. Das wünschen wir euch natürlich auch alle und eben, wenn weitere Fragen sind, kann man sich gerne an den Wenzel oder die Hanna oder eben ans Logo wenden und wir werden das Ganze dann weiterleiten und euch dabei unterstützen. Dann danke euch zwei. Würdet ihr noch irgendwas sagen oder den jungen Menschen mitgeben? Hanna, du. Nein, also wir haben jetzt eh schon einiges eben besprochen. Genau. Ich danke euch. Haltet durch. Ja, durch. Wir schaffen das.